Guten Morgen. So, learn today a useful vocabulary about reason. Reason means to travel. Let's have some examples, and to practice your oral expression, just repeat each sentence after me. Let's start with an Vakanz gehen. So always use the preposition an with Vakanz. Beispiel: Mir gehen zweimal an Vakanz. Mir gehen zweimal an Vakanz. Next Beispiel, the next example: Mam Flieger, mam Auto. Mir gehen immer mam Flieger an Vakanz. Mir gehen immer mam Flieger an Vakanz. T'Gepäck. T'Gepäck. Hut dir Handgepäck dabei? Hut dir Handgepäck dabei? Eine Vakanz buchen. Eine Vakanz buchen. Wir haben endlich eine Sommervakanz gebucht. Wir haben endlich eine Sommervakanz gebucht. Der Flughafen. Now, this word is easy to pronounce. Just listen and repeat. Der Flughafen. Der Flughafen. Beispiel: Ich muss meinen Eltern um Aardauer um Flughafen aufholen. Ich muss meinen Eltern um Aardauer um Flughafen aufholen. Kucke gehen. This is to visit a place. Kucke gehen. For example, mir si flott diefer a stiert kucke gang. Mir si flott diefer a stiert kucke gangen. Now, diefer is the plural of duf and stiert is the plural of staat. Opt mir fuhren. Opt mir fuhren. Dieses Jahr fuhren wir an Italien opt mir. Dieses Jahr fuhren wir an Italien opt mir. Und hier ist Übung, Exercise. Now, how would you translate the following sentence? We go once a year on holiday and we usually go by car. Now write your translation in the comments below and I will tell you if it is correct or if there is a small mistake. Here is my learning tip. Learn new words with words they are often used with. For example, an't Bierjargon, to go to the mountains. So it is always used.